der Kater Sammy und Renate. Sammy wird gerade noch ein kleines bisschen verwöhnt mit Vitamintube. Nein, Vitaminpasta aus der Tube, so heißt es. Er liebt das, ne? Ja. Schleck, schleck. Jetzt machen wir mal Schluss. Wir wollten euch nämlich eigentlich nur zeigen, was wir eingekauft haben bei Action. Ja, du kannst da jetzt nicht mehr dran. So, die ist nämlich zu, die Tube, ne? Also das ist unser Kater Sammy. Wir haben zwei Kater, noch Snuggy, aber der Snuggy, der ist kamerascheu. Ja, wie mein wertbester Ehemann hinter der Kamera auch. Aber er hat gesagt, vielleicht, wirklich? Oder meinst du wirklich tatsächlich? Meinst was? Meinst du es ernst? Wirst du vor die Kamera kommen? Ich meine es ernst. Einmal? Einmal. Once in a lifetime? Einmal? Einmal. Wir machen nämlich demnächst eine große... nicht Karneval, wie heißt das? Weihnachtsverlosung. Ja, und also zweierlei werden wir verlosen. Einmal basteln, einmal Beauty-Sachen. Ja, und dann hat er gesagt, dann setzt er seine Weihnachtsmütze auf, die könnt ihr gleich auch sehen, und sein Weihnachts-Sweatshirt und kommt mal mit vor die Kamera. Also wahrscheinlich so eine halbe Sekunde, aber dann macht er schnell Standbild, dann habt ihr ihn. Du hast es gesagt. Als wir über Action waren, da hat er gesagt, weißt du was, dann sehe ich das an und dann setze ich mich auch mal vor. Ja. Und wenn du willst, kannst du dann hier alles erzählen und ich... Nein. Nein. Okay, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Aber das war doch eine Mitteilung, die musste ich euch doch zukommen lassen. Also hier sprachen wir gerade noch von der Mütze, ne? Die das ist deine. Das ist meine, das weiß ich sehr wohl. Die hatte ich mir zuerst ausgesucht. Die hat was ganz Besonderes. Die ist nicht nur weihnachtlich hübsch, sondern... Sondern, da, die kann blinken, die kann aber auch langsam blinken und die kann dauerhaft leuchten. Ist das schön? Jetzt mache ich es aber wieder aus, denke ich. Mach die aus. Ja, aus. Okay, man muss da was bei sagen. Und die hat, ich glaube, 3,95 € gekostet. Also dafür könnte ich sie nicht selber stricken. Abgesehen davon kann ich sowieso keine Mützen stricken. Mit diesem kann ich nicht. Aber Pompons kann ich machen. Das hat Mama uns früher immer lassen, uns Mädchen, dass wir Pompons machten, wenn sie Mütze strickte. Ja, ist das nicht süß? Ja, ich denke, man kann die nicht waschen. Nein, kann man nicht waschen. Also wenn, das ist leider nicht nachhaltig. Das heißt, wenn die mal nicht mehr leuchtet, ne, dann ziehen wir die Dinger raus. Wenn die nicht mehr leuchtet, dann wechseln wir die Batterie und dann leuchtet die wieder. Aber auf jeden Fall werden wir die nicht einfach dann entsorgen. Nein, und da wir die ja nur Weihnachten anziehen werden, wird die mindestens 20 Jahre halten. Hatten wir so lange? Das ist eine andere Frage. Ich weiß nicht. Naja, so, er hat übrigens bemängelt eben, ich wurde angestarrt, als ich hier reinkam. Warum wurde ich angestarrt? Ich musste erst von oben bis unten durchfragen, was ist denn... Ja, er hat bemängelt, dass der Haarreif nicht zu dem Kleid passt. Ja, das ist eine andere Farbe, aber es ist Hahnentritt. Und ich habe dir gesagt, ich kann einen Filzstift holen und kann dir das rot anmalen. Hast du wirklich einen tollen Tipp gehabt? Ja. Das habe ich aber geweigert. Ihr müsst jetzt das ertragen, dass der Haarreif eine andere Farbe hat, aber das gleiche Muster wie das Kleid. So, jetzt packe ich alles in die Tüte. Dann haben wir für unseren großen Esstisch... Ein großer, ovaler Esstisch. Ich glaube, wir haben den auch schon mal mitgezeigt. Eine Samt-Tischdecke. Bei Samt kann ich sowieso nie widerstehen. Das hier ist ja auch, Pannesamt hier. Ist ja auch schön. Ich mag ja gerne so weiche Sachen. Ja, und das ist dann die Tischdecke für... Die braucht man nicht nur Weihnachten, ne? Die kann man immer haben. Die kann man immer. Die ist ja Uni. Und die darf man auch mit 40 Grad waschen, aber nicht in den Trockner. Aber sowas muss ja auch nicht in den Trockner, ne? Kann mir einfach auf die Wäscheleine hängen. Und die ist so schön. Ja, und die ist groß, 1,45 x 2,50. Also das reicht für unseren großen Esstisch. Und dann. Ruhe, Tilte. Dafür sind wir extra nochmal hingefahren. Denn ich hatte, wo ist denn meine, da hinten. Beim letzten Besuch, neulich, habe ich eine Decke, solche Decke bekommen bei Action. In grün. Und die ist nämlich innen, ist die nochmal dick weich gefüttert. Und die ist, das ist die grüne, genau. Die habe ich jetzt schon eine Woche in Benutzung.
Und dann habe ich gesagt, oh, wir müssen noch mal hinfahren, vielleicht kriege ich auch noch eine rote. Rot wäre mir ja viel lieber noch als grün. Also rot wäre überhaupt der Traum. Aber leider hatten sie nur grün. Ich finde grün auch schön, aber rot wäre natürlich noch schöner. Und dann hast du gesagt, als wir die fanden, da hast du gesagt, das ist jetzt deine, ne? Genau. Nein, du hast gesagt, die durfte ich dann haben. Ja, eben, das ist dann deine. Ja, aber du hattest erst gesagt, so hast mich gezeigt und hast gesagt, nee, nee, das ist jetzt meine. Also das ist so weich noch gefüttert und so warm und das ist noch schöner als Samt, wirklich. Also die ist toll. Und dann dieses Karo, die hat 9,99 Euro gekostet. Also das ist unfassbar. Ja, die wird auch sehr schön sein. Die ist 1,40 x 1,80 groß. Einfach perfekt. Einfach perfekt, ne? Stelle ich mal da unten ab. So, das ist deine Mütze. Na, mal gucken, wo ist der Anknipser? Dam, dam, da. Ja, blinkt. Und? Da. Und aus. Auch süß, ne? Mit ho, ho, ho. Weil ich habe gesagt, du nimmst nicht dieselbe wie ich. Nicht die gleiche wie ich. Eine andere kriegst du, ne? Sehr süß. Und die Tüte hier drauf. Die Stecke war zu schwer. Bleib bitte stehen jetzt. So, und dann könnt ihr auch schon sehen hier, da steht 4, da kann man nur fühlen, wie der Stoff ist. Ein Sweatshirt. Party Rudolph heißt das. Da, so sieht es dann aus. Ne? Damit will er vor die Kamera kommen. Hast du gesagt? Hast du gesagt? So, dann hat er noch Servietten eingepackt. Wir haben schon Weihnachtsservietten da gehabt, aber macht nichts. Die sind auch sehr schön. Mit man Zimt, kann nie Servietten mit Plätzchenausstecher und Zimtröllchen und getrocknete Orangenscheibe und so weiter. Sehr schön. Wir backen keine Plätzchen mehr. Nö, tun wir nicht. So, jetzt geht's weiter. Und zwar wollen wir ja Tüten befüllen für, naja, Leute, die so nett zu uns sind. Naja, ihr wisst schon, die Arztpraxis und so weiter. Ne? Und dann haben wir geholt, also bei Action. Bei Action. Und das sind auch noch andere Sachen, dann als wir üblicherweise dann bei Lidl oder so bekommen. So, gefüllte Lebkuchenherzen. Ich habe gesagt, nehmen wir mal Vollmilch. Weil Vollmilch mögen die meisten lieber als die anderen. Dunkelmilch. Dann hast du Premium belgische Schokoladenpralinen geholt. Ne? Dann Kekse. Da musst du jetzt drauf sehen. Christmas Star, also Weihnachtssterne. Die haben ein bisschen von innen an die Folie gedrückt, aber da kann man nichts machen. Und noch andere Weihnachtsplätzchen. Niedlich, ne? Die haben noch diese uralten, naja, wie die früher waren, ne? Diese kleinen Zuckerbällchen hier, ne? Das mochte ich als Kind gar nicht, dass die immer auf den Schokoladenplätzchen drauf waren. Aber anders bekam man keine. Als wir noch Kind waren. Du warst auch mal Kind, ne? Nee, ich war schon immer groß. Und also 3 Sorten von denen. Und was haben die gekostet? Noch keinen Euro, ne? Ja, irgend sowas. Auf jeden Fall finden wir die auch einfach sehr hübsch. Und ja, die werden dann in die Tüte mit verteilt. Und süße Tüte. Hier so ein Weihnachtsmann und so ein paar Kugeln. Und was ist das? Schokobonbons. Oder was ist das? Du weißt es nicht, ne? Nee. Aha, Schokoladenpralinen mit Milchcreme gefüllt. Ja, ich fand den Nikolaus, so hübsch, ne? Ja, der sah ich weiß. Lustig aus. Solange Weihnachten draufsteht, ist es was für dich, ne? Und was hat sie hier noch? Melbourne Praline. Milchschokoladen mit Salz, Karamell, Geschmack. Haselnussgeschmack. Aha, beides. Also einmal Haselnuss und einmal Salz, Karamell, Geschmack. Klingt auch gut, ne? Ich gucke. Noch was? Ah ja, da ist noch was. Diese Hexenhäuschen. Übrigens, davon haben wir jeweils nicht nur das, was hier ist. Die stehen jetzt stellvertretend für noch 2 von jeder Sorte, so in etwa, ne? Genau. Und die kleinen Häuschen, ist leider kein Lebkuchen, aber da sind Sachen drin mit Schokoladenpralinen. Genau. Auf jeden Fall waren die Sachen alle günstig. Ja, das stimmt. Ich gucke. Das war's, was in die Tüten kommt. Mehr ist nicht für Tüten.
Okay, so. Dann bringe ich das erstmal weg und okay. Dann ja. Haben wir Platz. Ja. So, jetzt haben wir alles aus der Kiste rausgeholt, weil es einfacher ist. Also wir haben dann hier Golden Vegetable Rice, a Tasty Rice. Also das ist Reis mit Gemüse und das hatten wir noch nie, aber das sieht so aus, als würde ich das mögen, ne? Mit Gemüse. Und dann vielleicht noch ein bisschen gebackene Blumenkohl dazu und dann ist perfekt. Ja, ich weiß nicht, was dazu kommt. Davon haben wir auch wieder etliche für die Vögel da draußen. Die lieben die. Wir hacken die dann immer. Wir haben doch diesen Food Processor. Genau. Der zerkleinert das so ein bisschen. Da kann man auch richtig Mehl draus machen, aber wir zerkleinern die einfach ein bisschen und dann kriegen die Vögel das und die freuen sich. Davon haben wir also etliche Päckchen. Die lieben die alle sehr. Gerade jetzt im Winter. Wir füttern ja gar nicht jährlich. Und dann haben wir die hier nochmal genommen. Das ist für uns, das ist nicht für die Vögel. Da sind also noch Rosinen dabei. Ungesalzen, das ist sehr schön. Und dann hast du die mal zum Probieren genommen. Hier gesalzene Erdnüsse. Die sind genauso groß wie die anderen auch. King Size ist gar nicht wahr. Ne? Ja. Egal. Und dann, die müssen wir das mal mit Honey and Salt Cashew Mix. Ich habe es dann auch vom letzten Mal das unangebrochen da, aber jetzt haben wir wieder Vorrat. Honig und Salz, ein paar Cashewnüsse und viele Erdnüsse sind da drin. Ja, das ist mal keine Mandeln. Meistens schmeißen die überall Mandeln mit rein, anscheinend sind die billig. Und Mandeln mit Schale ist immer sowas, was so im Hals stecken bleibt. Gut, Mandeln sind natürlich prima, aber ist auch mal schön ohne Mandeln. Und dann haben wir nochmal Datteln mitgenommen. Die sind echt gut davon, von Datteln. Mit Datteln kann man auch so vieles machen. So, dann kommt noch Katzenleckerchen. Mhm. Mach die jetzt nicht auf. Nee, ich mach sie nicht auf. Er kriegt das gar nicht mit. Die waren sogar im Angebot. Whiskas Temptations und Whiskas. Das ist einfach mit Soße, Hühnchen und Zutaten mit Soße. Das mögen sie immer wieder gerne. Und ja, da haben natürlich noch viel mehr davon. Vor allem Gourmet, das mögen sie eigentlich fast immer, ne? Gourmet. Das ist immer sowas mit den Katzen. Heute, oh lecker, lecker. Oh, sowas habe ich ja noch nie gehabt. Oh, wie lecker. Und morgen, ess das selber. So sind sie. Ah ja. Und das hast du dir mitgenommen. Noodleicious Chicken. So, ihr wisst schon, die chinesische Nudeln mit ein bisschen Würze. Genau. So. Kräuter und Würze. Benutzt du die Kräuter? Nein. Nein. Wusste ich doch. Ja, und dann hatte ich geguckt, weil ich neulich bei Action gefunden hatte, ein Trockenshampoo mit, ich glaube, dunkelbraun hieß das. Und das färbt tatsächlich die Haare dunkelbraun. Dann habe ich gedacht, das ist ja viel billiger als Ansatzspray. Ne? Dieses Ansatzspray, das kleine von L'Oreal oder was ist das? Das ist ja schweineteuer. Und das war auch so eine große Sprühflasche. Leider haben sie die nicht mehr. Aber stattdessen hatten sie jetzt von Sayers farbiges Trockenshampoo. Und dann habe ich einmal hellbraun und einmal dunkelbraun genommen. Ich dachte, die Mixtur, die geht bestimmt auch auf Ansatz von rotem Haar. Klar. Jo. Kaschiert den Ansatz, steht da. Ja. Ja. Das, leider ist das Dunkelbraune schon im Badezimmer hochgewandert. Ja. Von fast ganz alleine. Genau. Dann habe ich mir das wieder geholt. Hier Deep Clean, das ist Augen-Make-up-Entferner. Und der ist richtig gut. Richtig gut. Mag den sehr gerne. Sehr gründlich. Hat das ja mir jetzt gut, ne? Und die habe ich noch nie geholt hier. Von Hansan Hygieneseife. Ich liebe ja Stückseife. Ah, das ist ja was Tolles, ne? Da ist eine Seife drin. Ui, muss mal riechen, ne? Hm, riecht gut. Riecht zitronig. Ja. Hansan, heißt die. Im Moment habe ich noch eine andere. Weiß nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall, ich habe immer Stückseife und du hast immer Flüssigseife, ne? Ich liebe Stückseife. Ja, möchtest du die haben? Dann nimm sie.
Ja, dann habe ich zum... Ach ja, hier die zuerst. Die holen wir auch immer. Au! Au! Ja, das tut... Die ist nicht alles deins. Das sind die Hypersmint. Die gibt es in Blau und in Grün. Die Grünen sind ein bisschen weniger scharf. Die sind so dreieckig. Die gibt es auch als teure Marke, aber die sind hier preiswert und die sind echt klasse. Haben wir immer im Auto. Ne? Ja. Wir lieben Pfefferminz im Auto. Wir lutschen die dann auch im Auto. Also die liegen nicht da einfach rum. So, und dann haben wir... Ah, ich konnte nicht widerstehen. Aber du hast es mir wieder förmlich aufgedrängt. Du wolltest noch viel mehr, ne? Die haben doch bei Action ganz viel von diesen runden Dreier-Set-Stanzen. Die kann man auch untereinander tauschen. Ja, und hier, das ist also ganz simpel. Eben, das sind Zweige... Und ein Ast und ein Vögelchen. Und das fand ich sehr sinnvoll, sehr hübsch. Einer ist verrutscht. Aber es sind drei von diesen Standscheiben. Die sind echt gut. Die sind wirklich schön. Möchtest du das haben? Wofür? Ich wollte das Bild mal zeigen. Ist gut. Ja. Das ist spannend, ne? So. Und dann hatten sie neue Stempel, diese Holzstempel, dafür 99 Cent. Ich finde die echt süß. Ich habe ein paar davon. Und diesmal hat sie jetzt unter anderem einen Heißluftballon mit Blumen. Die haben immer Blumen dabei, egal ob LKW oder Faultier oder was auch immer, immer Blumen dabei. Aber ich finde den echt süß. Heißluftballon passt zu vielem. Ne? Die lassen sich echt schön kolorieren. So. Und dann habe ich, davon habe ich aber zwei genommen, ne? Ja. Doppelseitiges Klebeband. Ah, du wolltest ja noch zwei. Ja, ja. Doppelseitiges Klebeband. Und dann habe ich mir auch noch hier Kleber mitgenommen. Crea Patch, das habe ich schon öfter genommen. Das ist wie Serviettenleim. Ihr wisst schon, der ist also gleichzeitig Kleber und auch Lack. Ne? Man kann damit also Boxen bekleben mit Papier oder eben Servietten. Das trocknet klar auf, der ist milchig, aber trocknet klar auf. Den finde ich ganz gut. Dann habe ich mir zum ersten Mal Tacky Glue mitgenommen. Sam? Da steht, der bleibt flexibel. Weiß ich noch nicht. Ich werde den mal ausprobieren. Ich glaube, der kostet auch 99 Cent, wenn ich mich nicht irre. Steht hier. Und hier Deutsch. Ist ein sehr... Vielseitiger gebrauchsfertiger Kleber zur Anwendung im Haushalt und für Hobbyzwecke. Tacky Glue klebt schnell, trocknet transparent auf und ist bleibend flexibel. Auf Wasserbasis. Ja, sehr schön. Ja, und das letzte sind noch hier wie immer diese Teddy Care, diese Baby Wipes, die man hervorragend für alle Bastelsachen benutzen kann. Also Stempel reinigen und alles. Finger reinigen, wunderbar. Ja, ich nehme immer dieses große Paket hier. Sensitiv, genau, weil meine Stempel sind ja sensitiv natürlich. Ja, das ist also feine Sache. Das war unser Einkauf für Action. Mein Lieblingsteil ist definitiv die rote Decke. Da kommt nichts drüber. Also das ist einfach toll. Ja, ihr Lieben, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Denkt dran, demnächst kommt wirklich eine große Weihnachtsverlosung und Wolfgang vor der Kamera. Du hast es versprochen. Ja. Du hast es versprochen. Wie lange, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, mit Gesicht. Also er wird keine FP2-Maske anziehen oder sowas. Das ist nicht der Deal. Du darfst die Mütze anziehen und das Sweatshirt, wenn du möchtest. Hm? Ja. Grinst dich da einen ab. Du, das war deine eigene Idee. Ja. Wir standen bei Action und sagte, weißt du was, dann ziehe ich die Mütze an oder das Sweatshirt und dann komme ich mal vor die Kamera. Und dann habe ich ihn festgenagelt. Ja. Okay, ihr Lieben. Passt auf euch auf und entschuldigt, dass wir immer so chaotisch sind. Wieso wir? Du, nicht ich. Und der Sammy. Ich habe ja alles im Griff. Und der Sammy. Wie der dich anguckt. Okay, ihr Lieben, bis demnächst. Tschüss.